Das Friesenpferd ist eine der ältesten Pferderassen Europas. Sie sind in der Regel stämmig und haben üppiges Langhaar. Auf dem Gut Häven in der Nähe von Sternberg steht das Friesenpferd beim Friesenfest im Mittelpunkt. Am 2. August erleben Sie ein Schauprogramm mit 30 dieser speziellen Pferde. Außerdem gibt es Kutschfahrten, Live-Musik und Hofführungen. Das Friesenfest auf Gut Häven beginnt um 11 Uhr. Wie passen Spaß und Gesundheit zusammen? Das zeigt die AOK Nordost am 6. August mit ihrem ersten Beachtag. Direkt am Dünenaufgang 12 in Rostock-Warnemünde präsentiert die Gesundheitskasse zahlreiche Mitmachangebote und witzige Parcours für die ganze Familie. Sie lernen auch ungewöhnliche Sportarten wie Disc Golf oder Airtrack kennen. Besonderes Highlight ist das Training der deutschen Meister im Beachvolleyball Jonathan Erdmann und Kai Matisik. Alle Infos zum turbulenten Beachtag der AOK Nordost finden Sie unter www.aok.de/nordost. Am 21. August wird es wieder einmal bissig im Schweriner Speicher. Das Kabarettfestival öffnet schon zum 11. Mal seine Türen. Zu Gast diesmal die Grande Dame des Kabaretts Gisela Oechelhäuser mit ihrem Programm Beruhigt euch, schöner wird's nicht. Am Freitag präsentiert Anke Geisler ihren Küchenschluss. Außerdem erleben Sie Hans Scheibner, er bringt die Sache gewohnt auf den Punkt. Alles so schön beknackt hier. 3 Tage Kabarett am Stück, das ist das 11. Kabarettfestival in Schwerin. Der Rostocker Zoo ruft wieder einmal zur Jazznacht. Diesmal ist im Rahmen des Seymour Jazz Festivals der Soul-Sänger Jeff Cascaro zu Gast. Außerdem können Sie sich auf die Ausnahmekönner Ack van Rooyen, Rüdiger Ballauf und Jo Kraus freuen. Weitere Infos unter www.zoo-rostock.de. Den Wölfen im Natur- und Umweltpark Güstrow ganz nah zu sein, das ist ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein. Sie gehen auf Wolfswanderung, lernen Wissenswertes über die Rudeltiere und wohnen als Höhepunkt einer Wolfsfütterung bei. Die nächsten Termine für dieses besondere Erlebnis sind am 1., 5., 8., 13. und 15. August. Unter der Telefonnummer 03843 699 9510 können Sie sich für die Wolfswanderungen im NUB anmelden. An einer Beziehung muss man nun mal permanent arbeiten. Doc, ich habe nur manchmal das Gefühl, dass er sich nicht mal mehr Mühe gibt. Er klammert total. Er hat buchstäblich Angst davor, allein zu sein. Bei diesen starken Gefühlen. Halten Sie doch die Hand. Er kommt Ihnen buchstäblich entgegen. Er will meine Hand nicht halten. Oh, Scheiße. Du musst aber die Finger einhaken. Ohne Einhaken können wir genauso gut nur Freunde sein. Und keine Partner. Was sagt ihr Säcke jetzt zur Jump Street? Hey! Ich hab eine fette Gehaltserhöhung bekommen, um für euch Wichser wieder den Babysitter zu spielen. Geht's wieder auf die Highschool? Nein, du dämlicher Penner, du Arsch, siehst locker wie 50 aus. Ihr geht aufs College. Gefällt mir, Player. Wieso kommt denn bei jedem Satz aus deinem Mund das kalte Kotzen? Sandwich-Toaster. Knautschsessel. Witziges Shirt, das zeigt, dass wir Alkohol trinken. Macht ihr beide wieder nur Schwachsinn am College? Das ist der gleiche Fall. Also macht auch das Gleiche. Naja, ganz ist es nicht der gleiche Fall. Einer von uns hat gestern Nacht gevögelt. Und zwar in der Missionarstellung. Missionarstellung. In der... wo ich oben bin und sie auf dem Rücken. Verdammt! Jetzt wieder an die Arbeit, ihr Pfeifen. Wir müssen echt einen Experten aufsuchen. Das heißt, irgendwer hat eine Tonne von dem Scheißzeugs nach Mexiko für Spring Break. Das ist eure Spur, Blödmann! Ich weiß, aber wir wissen nicht, wer es ist. Aber wir wissen nicht, wer es ist! Das bist du! Das klingt nicht im Entferntesten wie ich. Ist nicht du. Eric, mach die Augen zu und sag mir, wer jetzt redet! Das ist Schmidt, die blöde Zicke. Was? Hört zu, ihr müsst einen Gang hochschalten, Leute. Spring Break, ihr Pisser. Eine Granate? Man weiß ja nie. Oh, und wieso steckst du sie dahin? Fühlt sich gut an. Orale, Vato. Mein Partner will das Produkt sehen. Wo habt ihr den Gringo her? Von dem verdammten Mumford & Sons Konzert oder so? Kennt ihr mich noch? Ich bin euer bester Albtraum. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Los, los! Schlag mich! Nein! Was? Nein! Was hattest du vor? Was ich vorhatte? Warum wolltest du mich küssen? Scheiße, ich wollte dich nicht küssen! Nein, du lehnst dich schon wieder vor! Ich will gar nicht küssen! Das ist der unangenehmste Faustkampf, den ich je hatte! Hey, ich hatte Granate in meinen Shorts! Kommst du da ran? Ist sie das? Das ist mein Schwanz! Und das da? Das ist auch mein Schwanz!